Und moin moin an dieser Stelle zurück im Studio und das natürlich mit Besuch. Wie versprochen, Ulrike Kohl ist da. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Du bist Sängerin. Genau. Du machst Musik und das aber neben deinem Hauptjob. Du bist zum Beispiel auf Hochzeiten unterwegs als Sängerin. Genau. Und bist aber auch seit Jahren sehr engagiert, was den Tierschutz angeht. Und damit hat der neue Song zu tun. Erzähl mal. Richtig. Ich engagiere mich für einen Verein, der heißt Rettet das Huhn e.V. Wir retten Legehennen aus der Massentierhaltung. Und zu diesem Thema habe ich einen Song gemacht. Du bist also engagiert im Tierschutz und hast mir schon vorab erzählt, du hast gerade durch die Arbeit auch von diesem Verein eben Einblicke bekommen. Die sind wirklich nicht schön, muss man sagen. Ja. Wir sind natürlich jetzt hier im Frühstücksfernsehen und wollen das jetzt natürlich nicht irgendwie verharmlosen, aber auch vernünftig darstellen. Ja. Also so ein Leben von so einem Huhn in so einer Legebatterie ist ja kein Leben, ne? Nein, also das ist nicht wirklich lebenswert. Diese Tiere sind da auf engstem Raum zusammengepfercht. Die meisten sehen zum ersten Mal das Sonnenlicht, wenn wir sie retten. Ne? Wenn da die Sonne aufgeht, sehen die zum ersten Mal in ihrem Leben das Sonnenlicht. Und im Normalfall passiert das, wenn sie auf dem Weg zum Schlachter sind. Wie bist du in Kontakt gekommen eigentlich mit dem Thema Tierschutz generell und auch mit der Vereinsarbeit von Rettet das Huhn? Ich war tatsächlich in Hamburg auf dem veganen Straßenfest unterwegs. Mhm. Also ich lebe vegetarisch seit meinem 14. Lebensjahr. Und fand das Thema einfach spannend und wollte ein paar Sachen probieren. Und dann war da dieser Infostand von Rettet das Huhn, der mich irgendwie auch magisch angezogen hat. Dort habe ich mich informiert und habe dann die beiden Kollegen, inzwischen kann ich ja Kollegen sagen, zu Hause besucht, weil sie mir von einigen Hühnern erzählt haben. Und die wollte ich gern kennenlernen. Und dann habe ich mit meinem ersten Huhn gekuschelt und ab dem Moment habe ich gedacht, okay, ich muss helfen. Okay, und das hast du dann natürlich auf deine Art gemacht als Musikerin mit einem Song. Und genau, der also erstmal bin ich natürlich aktiv geworden in dem Verein und das bin ich auch nach wie vor. Ich helfe bei Rettungen mit und informiere auch heute an Infoständen. Genau, und jetzt habe ich gedacht, mache ich mal oder nehme ich mal einen anderen Weg dafür. Und dieser Song ist herausgekommen am vergangenen Freitag, also richtig, am 1. März. Genau. Der Song heißt auch logischerweise Rettet das Huhn. Und bei YouTube gibt es auch schon einen Einblick. Wir haben da was vorbereitet, da können wir mal reinhören, reinschauen. Noch nicht, darüber sprechen wir gleich, denn das Video, das kommt noch. Genau. Hier ist mal ein Vorgeschmack auf Rettet das Huhn. Ihr Leben ist so traurig, alles ist so schwer, sie hat aufgehört zu träumen, ihr Blick ist so leer, whoa, whoa, blass und gezeichnet mit dem Rücken zur Wand, viel zu viel, was man ihr abverlangt, whoa, whoa, ihr stummes Leid bleibt ungesehen, das ist doch nicht fair. Nur Leistung zählt, sie muss funktionieren, da geht doch noch mehr. Und wenn ihr mich fragt, was kann man tun? Rettet das Huhn, rettet das Huhn, rettet das Huhn, rettet das Huhn, rettet das Huhn. So, Rettet das Huhn, ein Song mit einer Botschaft. Und der Song, der hat Premiere gefeiert. Das Video habe ich vorab schon auszugsweise gesehen. Du hast es jetzt aber bei YouTube sozusagen als Premiere eingestellt. Ganz und genau. Am 15. ist es zu sehen. Richtig. Wie sieht das Video aus, wenn du einmal beschreiben kannst? Also es ist jetzt kein klassisches Musikvideo mit guter Laune, sondern es geht natürlich um die Botschaft. Genau, es geht um die Botschaft, es geht tatsächlich um Hühnerrettungen und es geht um ein ganz bestimmtes Tier, was den Weg aus diesem Betrieb herausschafft und sich dann ein bisschen erholt in der Zeit und sein Leben genießt. Man darf ja sagen, du bist ja als Musikerin, hast du eben gesagt, auf Hochzeiten unterwegs, da kann man dich buchen, aber das jetzt war so in Anführungsstrichen der erste eigene komplette Song mit Videodreh, mit Drehbuch dazu, Songschreiben, produzieren, Produzenten suchen, sehr viel Arbeit, glaube ich, aber macht auch eine Menge Spaß. Total.
Ja, also den Produzenten habe ich in Kiel kennengelernt, bei der Kieler Woche. Ja. Und ich bin auf ihn zugegangen und war erst ein bisschen unsicher, weil ich dachte, wie reagiert er darauf? Er hat ja auch schon mit Leuten wie Johannes Oerding oder Ina Müller gearbeitet. Und dann habe ich gedacht, mal gucken, was er dazu sagt. Mhm. Aber ja, er fand das gut und hat mich direkt unterstützt. Und das hat sich gelohnt, denn der Song ist dabei herausgekommen. Und wir können noch einmal darauf hinweisen, du hast ja von der Vereinsarbeit Rettet das Huhn erzählt. Mhm. Wir haben so ein bisschen über die unschönen Dinge schon geredet, die Hühner da durchleiden. Die werden ja auch nicht wirklich alt in so einer Legebatterie, ne? Nein, das ist tatsächlich so gang und gäbe, dass sie nach 12 bis 16 Monaten ausgestallt werden und durch Junghennen ersetzt werden. Das hat den einfachen Hintergrund, die Legeleistung lässt dann nach. Eigentlich, es sind trotzdem Hochleistungstiere, also selbst hinterher legen die noch, ich sag mal, 5 statt 7 Eier die Woche. Aber für die Betriebe reicht das dann eben nicht mehr und dann gelten sie als Abfallprodukt sozusagen und landen in der Tonne im Prinzip, man muss das wirklich so sagen. Und dann kommen wir eben ins Spiel und retten diese Tiere. Und das ist eine tolle Sache, die ihr da macht und leistet. Also man kann sich ja auf jeden Fall schon mal den 15. merken für das Release dann offiziell vom Video. Nach der Erfahrung, also natürlich geht es jetzt erstmal um den Song-Video-Release, aber ist da vielleicht schon das nächste Projekt in Planung oder hast du schon so die eine oder andere Idee, die da durch den Kopf geistert, kreativ? Aktuell tatsächlich noch nicht. Das ist jetzt erstmal so ein Herzensprojekt gewesen, was ich unbedingt umsetzen wollte. Aber ja, ich sag niemals nie, wer weiß, wann sich das nächste Herzensprojekt ergibt. Ja, absolut. Und dann darf man natürlich auch noch mal auf die Vereinsarbeit hinweisen. Weitere Infos gibt es zum Beispiel online, rettet-das-huhn.de. Ganz genau. Und da kann man natürlich mit euch in Kontakt treten. Auf jeden Fall, ja. Super, dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.